Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja Leute, Balboa wird noch nicht. Ich habe noch so ein paar Probleme hier. Deswegen würde ich sagen, wir eiern einfach noch ein bisschen los. Ich habe eine neue Mod installiert und zwar Quick Utilities heißt das Ding. Da kann man verschiedene Dinge machen, wie zum Beispiel den... Wo ist er denn? Den Anker einfach mal per Ferndruckknopf. Da muss ich selber erstmal gucken. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Guckt, wenn ich jetzt C drücke, Z drücke, dann ist der Anker los und dann fahren wir einfach weiter. Jetzt weiß ich nicht, ist das Segel auf, zu, tralala, hast du nicht gesehen? Das ist zu, das ist wunderbar, damit wir schön gerade fahren. So, und mit C, na, guckt mal, was ich hier mache. Kann ich die Motoren starten, die muss ich aber gerade mal wieder ausmachen, weil ich gerade mal hier am Verdursten bin, was ja nun auch nicht schlecht ist. Und Hunger habe ich auch, oder wartet mal, ich kann ja hier mal schnell ein paar Mangos essen. Wunderbar. So, aber dann will ich mir hier trotzdem mal ein bisschen Wasser auf die Hand geben. Ja, hier. So, also, wir haben den Anker mit C, die Motoren mit... Den Anker mit Z, die Motoren mit C und das Segel kann man auch automatisch steuern und zwar mit V. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Das ist einfach nur so geil. Das ist das, wovon ich geträumt habe, was den Anker betrifft, dass ich diesen Anker, ja, das sitzt ja noch weiter unten, halt eben per Fernsteuerung halt eben aktivieren kann, damit ich nicht immer runterrennen muss, wenn irgendwas ist. So, und jetzt will ich den Anker mal wieder losmachen. Und das wird eine Sache, das sage ich euch. Oder habe ich ihn jetzt festgestellt? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Auf zu. No, der ist natürlich... Jetzt ist er lose. Ja, dann lasst uns noch einmal durch die Kante schippern. Ja. Und ich mache jetzt mal die Netze hier leer. So. Ne, das noch, das noch. So, haben wir es tatsächlich geschafft. Gut, diese Mod wird sehr hilfreich dabei sein, wenn wir nach Balboa fahren und auch für alle anderen Fahrten, die wir noch machen. Ne, das gehört da nicht rein, weil da kann man sich tatsächlich dann voll einfach auf die Fahrtrichtung konzentrieren. Also für mich ist das auf jeden Fall wichtig, das muss ich dazu sagen, dass ich nicht von so vielen anderen Sachen abgelenkt bin und einfach oben stehen kann und halt Knöpfchen drücken. Ja, und einfach losfahren. So, ich muss das hier... Warte. Nee, nee. Hier. So. Und so. Und so. So. Wo ist vorne, wo ist hinten? Und bin ganz durcheinander. Sehr schön. Keine Insel in Sicht. Da drüben ist eine, aber da sind wir so weit weg von. Ich muss mal zu den... Tierchen hoch, da habe ich gerade Batterien zum Aufladen hingestellt. Hier werde ich jetzt gleich mal einen Sprinkler bauen. So. So. Hier war noch irgendwo eine. Und zwar hier. Und da drüben fehlte auch noch eine. Wartet nur mal einen ganz kurzen Moment. Ja. So ist gut. Wir hatten nämlich gestern Abend, also von gestern Abend bis heute Morgen, irgendwann um kurz nach 4, eine 7 Days to Die Session im Livestream von dem lieben Jason Dux.
Und da musste ich hin und wieder mal das Mikro ausmachen und wieder anmachen, wenn halt eben solche Sachen waren, wie mal, ne, für kleine Königstiger gehen oder mal ich in meinem Fall meinen Kamin füttern oder so. Und da habe ich immer das Mikro an- und ausgemacht und ich habe jetzt einen Moment lang gedacht, ich hätte das Mikro hier auch wieder aus. Aber es ist an, Gott sei Dank. Jo! Achso, ich wollte da einen Sprinkler bauen, genau. Kunststoff, Leiterplatten. Ich weiß nicht, ich hatte einen ganzen Sack voll Leiterplatten gemacht. Haben wir denn überhaupt noch welche? Nee, hier nicht. Wo hatte ich denn die hingelegt? Und für was zur Hölle hatte ich die gebraucht? Ich weiß es auch nicht mehr. Hoppala. Nein. Dann ist das jetzt eben so, dann müssen wir jetzt halt eben eine neue Leiterplatte machen, die wie geht. Mit Glibber, Kupfer und Kunststoff. So. So. Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer ist hier. So, eine Leiterplatte. Dann brauchen wir... Nee, hier ist er schon. Noch ein bisschen Schrott. Da. So. Wunderbar. Jetzt habe ich die Batterie schon gebaut. Ich bin ein Held des Tages, ganz ehrlich. Dabei wollte ich doch erst... Gut, Kunststoff. Doch zuerst den... Sprinkler bauen. So, was brauchen wir noch? Bolzen. Zwei Bolzen. Ja, wunderbar. Dann ist das jetzt auch schon fertig. Dann nehme ich mir gleich mal ein bisschen Brühe mit hoch. Und dann tacke ich den Sprinkler da rein. Hallo ihr Lieben. So, wo ist er? Da ist er. So. Dann kommt das Wasser gleich rein. Und die Batterie. Na komm schon. So. Und dann kann der auch arbeiten. Wunderbar. Da kommen wir dran vorbei. Gerade so, würde ich sagen. Und da ich keine Flossen anhabe, gar nicht, bin ich auch gar nicht schnell genug, um da hinzuschwimmen jetzt, ne? Und das Ding abzuräumen, damit es sinkt. Gut, das war dieses. Ja, also wirklich viel machen können wir gerade nicht, weil es ist auch keine Insel da, die wir irgendwie abluten können oder so. Also ich sehe auf jeden Fall keine. Nö. Ausverkauft oder so. Ja, da kommen wir gerade so dran vorbei. Ich werde trotzdem mal hinschwimmen. Das ist mir nämlich ein bisschen zu knapp, würde ich sagen. So, dann kann das Ding nämlich schon untergehen und dann, bis wir dort sind, ist es fad. Wunderbar. Ja, da guckt, weg ist es. Gut, dann will ich den Krempel gleich wieder wegsortieren. Dahin. Wir haben noch Nägel einstecken. Was? Glas. Steine. Ja, also, seid nicht traurig oder seid mir nicht böse, aber das mit Balboa, würde ich schon gerne mit dem lieben Bärtiger machen. Allerdings ist es bei ihm so, der ist auch nicht immer greifbar.
Und wir müssen da wirklich erstmal Absprache halten, wie das wird, wie wir uns treffen und wann das mal zustande kommt. Ansonsten würde ich sagen, dass ich vielleicht schon mal anfange, Kurs aufzunehmen dorthin in irgendeiner Form. Und dass wir dann halt eben... Nee. Nee. Oh Gott, das ist schon alles voll. Guck mal hier, haben wir noch ein Rezept. Dass ich schon mal, ja, Kurs darauf nehme und schon mal da die Richtung ansteuere. Netze sind schon wieder so voll. Und dann habe ich mir noch eine Mod installiert. Und zwar heißt die No Pillars. Sprich, keine Balken. Jetzt weiß ich nicht, wie es ist. Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Weil ihr wisst ja, wir haben... Beziehungsweise ich habe ja halt eben so einige Schwierigkeiten hier, was diese Ruckelei betrifft, die ich tatsächlich auf die vielen Lichtquellen schiebe, die wir hier haben, weil die fressen unglaublich Ressourcen von meinem Rechner. Und diese Mod würde mir da sehr gelegen kommen, dann würden wir nämlich ganz viele Lampen wieder abnehmen. Und die Decken würden sich von alleine halten. Jetzt weiß ich nicht, hier ist... Ich klopp den einfach mal raus. Ich weiß nicht, was passiert. Guck mal an, der ist nicht gestützt von irgendwie von einem Balken und auch nicht von der Lampe gehalten. Ja, wunderbar. Dann kann man das so machen. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir ja tatsächlich viele Lampen wieder abmachen und dass mein Rechner in dieser Richtung wieder ein bisschen Luft bekommt. Ne? Denn ich würde jetzt ungern, nur weil ich jetzt hier so viele Lampen hingetackert habe, Raft aufgeben müssen. Das möchte ich nicht. Ja, das ist ja cool hier. So. Das liegt doch auch an der Mod. Na, das hoffe ich doch. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Gibt es denn keine Inseln oder was? Hm. No Island in the Sicht. So. Ja, guckt mal an. Da sind alle tragenden Balken jetzt schon raus. Oh, da ist eine Insel. Guck mal. Und sogar eine große Insel. Sehr schön. Aber da muss ich tatsächlich jetzt bloß ein bisschen rüberdrücken, damit wir da nicht drauf semmeln. Ja, ich weiß, ich könnte es jetzt tatsächlich per Knopfdruck aufmachen, das Segel. Aber das ist eine Gewohnheitssache. Ne? Da rennt man dann hin und macht das dann tatsächlich noch mit der Hand. So. Hat einer mal ein Fernglas für mich? Eine Fernglas. So, möglicherweise reicht das schon, dass wir jetzt wieder geradeaus fahren können. So, machen wir mal zu. Weil ich mag das nicht, ne? So fürchterlich nah an die Inseln ranfahren und sich dann irgendwie unkontrolliert zu drehen. Auch wenn wir jetzt ein Ruder haben oder es diese Mod gibt, die ich auch drauf habe, die aber nicht aktiviert ist, Turn Your Raft, dass du das Floß immer wieder in die richtige Richtung bekommst, mag ich nicht wirklich. Das ist halt eben so, ja, eingebrannt bei mir, ne? Also nah ran, ja. Aber nicht drauf fahren. Das kann ich nicht haben. Da ist ein Schwein. Und da hinten läuft ein Lama rum, wenn ich das richtig sehe. Man gebe mir... Wir haben doch auch ein Fernglas gehabt.
Da bin ich viel zu neugierig zu, als wie da jetzt zu warten. Ja, das sind die ganzen Sachen für Balboa. Wir haben... weiß nicht, wo das jetzt ist. Na gut, wir sind ja eh gleich da. Ja, dann würde ich sagen, ne, hier Krempel aus der Kiste. Und nochmal schnell auf die Insel gehüpft. So, hier sind noch Nägel von den... Das ist mega mit diesen No-Pillars jetzt hier. Dann werde ich nämlich tatsächlich Lampen abreißen. Ich meine, das sieht zwar schön aus, ne? Das wurde mir auch schon so gesagt. Aber es nützt ja alles nichts, wenn mein Rechner dabei in die Knie geht, ne? Weil er die ganzen Lichtquellen unterstützen muss ständig. So. So. So, weg. Wunderbar. So, und jetzt habe ich das erste Mal einmal den Knopf zum Anker setzen zu drücken. Zack. Und ihr seht, er geht von ganz alleine runter. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Den Anker entweder von der Etage kontrollieren zu können, wo man halt eben sich befindet, wo halt eben auch das Segel ist und ja, in dem Fall halt jetzt auch die Kommandostation und das Steuerrad, ohne dass man ständig immer bis runter auf den Boden laufen muss. Und ja, das hat sich ja jetzt endlich bewahrheitet. Die Mod ist von einem jungen Mann namens Styx und kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Gut, also ich werde dann jetzt hier erstmal das Inventar leer machen. Das geht sonst gar nicht. So. Da weiß ich immer nicht, in welche Richtung ich anfangen muss. So, das Steuer mache ich erstmal hier rein. Das brauche ich nicht. Hier ist noch Holz. Eier, Kartoffeln und Rüben. Die mache ich erst noch weg. Rüben. Huch. Was machst du denn? Nein. Entschuldigung. Da. Und. Huch. Die Eier waren wo? Hier waren die Eier. Ja, jetzt haben wir nicht mehr so viele Eier, weil ich halt eben viel Salbe gemacht habe. Ja. Werde ich mir noch ein paar Ananas reindrehen. Ja. So, und dann werde ich mich rüsten. Wird wahrscheinlich in dieser Folge nichts mehr werden mit auf Insel gehen, weil, wir sind schon wieder fast durch mit der Zeit. So, warte. Das hier. Das hier. Eine Schaufel. Einen funktionierenden Bogen brauche ich. Dann muss ich auch tatsächlich Pfeile von hier mitnehmen. Ja, und das war's dann eigentlich schon, ne? Oder? Bogen, Schippe, Netzwerfer. Darts. Ja. Ja, meine Lieben, wir können in dieser Folge jetzt gerade noch mit zusammen auf die Insel gehen. Und dann das Erkunden und das Erobern der Insel werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir doch ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.